sogar schon ein Antwortvideo gemacht von meiner Battle um die Band Silencer. Leute, und jetzt muss ich ganz kurz noch mal sagen, dass was der Tommy dort in seinem Video gemacht hat, um Gottes Willen, das war wirklich absolut nicht meine Absicht, weil ich das mit diesem Kind und mit der Axt überhaupt nicht wusste. Ich habe mich von Silencer, ich kenne die Band schon ein bisschen länger und ich habe mich damit ein bisschen befasst und mir war diese erste Geschichte, die Tommy erzählt hat, durchaus bekannt. Allerdings war die ein bisschen anders erzählt, dass er auf der Bühne stand, seine Gitarre weggeworfen hatte, sich eine Axt genommen hat, sich die Hand, mit der einen Hand die andere Arm abgehackt hat, die Hand, Schweinefoto oben rauf gemacht hat und dann hat ein Kollege von ihm, also der Schlagzeuger, hat ihm die andere Hand abgehackt und hat ihm die Schweinefoto rangenäht und dann hat er da wohl wieder Gitarre gespielt. Das ist die Geschichte, die ich eigentlich kenne hinter Silencer, also Natram, so hatte ich das damals gelesen gehabt, das mit dem Kind und mit diesem Polizisten und dass er deswegen in der Klapse ist, da gehört er nicht in die Klapse, da gehört er meines Erachtens ins Gefängnis, aber das wusste ich wirklich nicht. Sorry Leute, das müsst ihr mir glauben. Die Geschichte, ich fand die mir so lustig, weil wie kommt man auf die Idee auf der Band, sich in die Hände abzuhacken und sich eine Schweinefoto ranzumachen. Also hat schon wieder so einen, ja, so einen Creepypasta-Charme, finde ich. Und deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ganz klar, Tommy, ich gebe dir hier recht und auch an alle deine Zuschauer, das ist ein No-Go. Reale Gewaltdarstellung, das sage ich immer wieder, habe es auch damals bei dem Film immer gemacht. Überall, wo etwas aus Fiktion Realität wird, das ist ein absolutes No-Go. Das ist meine Lebensphilosophie, das geht nicht. Ich sage immer wieder, man kann sich alles anhören, man kann sich alles angucken, aber Fiktion, das heißt im Kopf, nicht in der Realität. Und was er gemacht hat, wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist das wirklich ein No-Go und ganz klar Daumen nach unten. Ja, zum Video trotzdem selber. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gefoltert, aber anscheinend schon, weil du bist ja gut abgegangen in dem Video. Dachte eigentlich so ein bisschen, dass du so den Gesang vielleicht so ein bisschen so experimenteller fandst, weil, ganz ehrlich, also ich kann so nicht krächzen. Also ich habe es mal versucht, so Screaming zu machen, aber ich mache es jetzt nicht, weil das tut dann immer in der Gurgel weh. Ist ein bisschen suboptimal. Also ich finde, es ist was Besonderes, weil ich halt nicht kann. Ne? Aber du kennst es ja vielleicht besser aus. Ja, sorry, ich hoffe, das Format wird es weitergehen, da bin ich überzeugt, weil wie gesagt, diesen Ausrutscher, den nehme ich auf jeden Fall dann auf meine Kappe, weil ich mich anscheinend nicht genug mit der Band ja auseinandergesetzt habe. Wobei, oh komm, mit der Hand abhacken da und mit der Schweinefoto und Gitarre spielen, das wäre schon lustig irgendwie, oder? Ich meine, allein die Vorstellung. Creepypasta eben, ne? Ich meine, wir wissen alle, was Creepypasta ist. Okay, möchte ich aber wie gesagt nicht verharmlosen, sollte das tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Ich weiß es wie gesagt nicht, keine Ahnung. So, jetzt aber mal zu dem Video. Du hast mir auch ein Video geschickt und hast gesagt, ich soll es mir vorher nicht angucken. Habe ich auch noch nicht gemacht, ich habe es mir nur runtergeladen. Habe jetzt nur ein Problem mit dem Greenscreen, das heißt, es funktioniert nicht so ganz. Und hören wir jetzt einfach das mal an über Kopfhörer. Ich gehe jetzt mal auf Tauschstation so ein bisschen hier. So, Achtung, so. Ich hoffe, man kann mich noch erkennen. Und jetzt mal, ich bin gerade im Umbau, das muss ich dazu sagen. Ist ein bisschen schwierig. Hallo, hier bin ich. So, und dann mach ich mal Kopfhörer auf hier. Achtung. So, kann man mich noch sehen? Ich weiß nicht. Und ich mach jetzt mal auf Play. So, oh, ich muss ja, hallo, Gruftkommando, oder? Marco, es ist an der Zeit, dich zurückzubetteln nach deinem, ja, ich sage mal vorsichtig, etwas kontroversen Beitrag. Jetzt zu diesem Zeitpunkt lade ich das Video dazu gerade erst hoch. Ich habe also noch nicht den blassesten Dunst, was es für Auswirkungen haben wird für dieses Format und was unter diesem Video dann so in der Kommentarfunktion passieren wird. Oder ob es dieses Video zu diesem Zeitpunkt, wo man jetzt dieses Video hier sieht, überhaupt noch gibt. Ne? Das Underground Metal Battle zum Thema Silencer. So, ich habe aber eine Band am Start, bei der ich mir sofort dachte, das könnte eventuell auch was für den Marco sein. Warum auch immer, aber du scheinst ja offenbar interessiert zu sein an so gequälten Seelen. Und ich meine jetzt keine Ballseele, sondern Seelen, ne? Oder ja, gepeinigter Stimmung und depressiven Abgründen und bla. Und tatsächlich habe ich eine Band, die mir sogar gut gefällt. Ich habe mir die CD vor Ewigkeiten in meiner Jugendzeit mal gekauft. Und das war sogar die Phase, in der ich mich im Thrash Metal so ein bisschen umgeguckt habe und da ein bisschen Sachen gekauft habe. Und ich habe halt im, ich glaube, es war Metal Hammer was drüber gelesen. Da haben die ganz, ganz gute Punktzahl bekommen und ja, das sollte recht experimentell sein und bla bla bla, kaufst du das mal. War auch ganz günstig auf dem Flohmarkt oder auf dem Fischmarkt irgendwo, weiß nicht mehr genau. Und ich habe mir die CD damit zu Hause angehört und erstmal kam ich überhaupt nicht damit klar. Und dann am 2., 10., 12., 50. Mal auch noch nicht so wirklich. Und eigentlich ist es bis heute noch ein bisschen sperrig, muss ich sagen. Aber irgendwie fasziniert mich da was Gewisses dran und ich habe die CD bis heute behalten. Es geht um eine Band, die es schon lange nicht mehr gibt und die, ich glaube, auch einen gewissen Kultstatus mittlerweile sogar genießt.
Und sie bewegt sich halt in einer Mischung irgendwo zwischen Heavy Metal, Thrash Metal und Gothic Metal. So steht es zumindest bei Metal Archives. Ich persönlich kann den Stil der Band nicht wirklich einkategorisieren, also in keine Schublade stecken. Es handelt sich auch noch um eine Female Fronted Metal Band, also es singt eine Dame, wenn man das denn Gesang nennen will. Ich persönlich nenne es schon Gesang, weil sie hat eine ganz gute Stimme und sticht sogar hervor bei den ganzen, und zwischen den ganzen anderen Trollatrinen, die es da so gibt, ja. Aber wie sage ich das am besten? Du wirst es dann ja hören. Man kann sagen, sie klingt auch wie eine gequälte Seele aus dem Schattenreich. Wie gequälten Seelen, okay. Oder so. Cool. Es handelt sich um die Band Fear of God. Ach, okay. Und Dawn Crosby heißt die Sängerin und ist mittlerweile an Alkoholvergiftung gestorben. Also die hat sich wohl tot gesoffen. Der klassische Rockstar-Tod, wenn man so will. Ne? Das ist das Album Within the Veil von 1991. Es gab noch eine andere, die heißt Toxic Voodoo und ist, glaube ich, von 96. Die habe ich aber nicht. Die kenne ich auch gar nicht weiter. Und dann ist sie halt gestorben und hat sich auch die Band aufgelöst. So war das wohl. Und ja, dieses Album ist wirklich sehr speziell. Und ich möchte, dass du den Opener reviewst. Es gibt auch ein Musikvideo zu dem Song Betrayed, den du aber nicht reviewen sollst, aber du kannst ja mal, wenn dich das interessiert, reinschauen. Dieses Musikvideo ist nämlich auch, ich sag mal, recht experimental gemacht teilweise vom Look und so. Ne? Ich persönlich kann mit dem Quatsch ja nichts anfangen, aber naja, Betrayed. Aber du sollst mir reviewen meinen Lieblingssong von dem Album, weil der mir am besten gefällt, nämlich der Opener All That Remains. Außerdem hat das Musikvideo zu Betrayed auch einen etwas dumpfen Sound, finde ich. Es gibt den Song Betrayed zwar auch als normale Audiodatei, einfach mit dem Cover-Artwork zu sehen auf YouTube, und da hat es dann auch einen vernünftigen Klang. Man hört dann auch die Hi-Hats und alles vernünftig raus. Bei dem Musikvideo hört man, das geht das alles ein bisschen unter. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Wieso haben diese Musikvideos immer so einen Scheißklang auf YouTube teilweise? Aber gut, es hat eine alte Nummer, 91, ne? Die Band gibt es eigentlich auch nicht mehr, aber ich finde, sie verdient Beachtung und kaum einer kennt diese Band. Selbst ein Radiokollege von mir, der gerne so Doom Metal und Depri-Mucke und so spielt in seiner Sendung, konnte ich damals damit überraschen. Ich habe ihr gesagt, hier, kennst du die? Und dann habe ich ihm auch einen Link geschickt zu einem Song und what the fuck? Kannst du mir die irgendwie zukommen lassen? Und dann haben wir uns da ausgetauscht und das Ganze geklärt. Und er hat sich die sogar dann wohl, soweit ich weiß, auch gekauft. Ne? Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst, zu dieser bizarren Mischung aus Heavy Metal, Thrash Metal und ja, depressiv, doomig angehauchten Gothic-Elementen im unelektronischen Bereich. Also es sind hier keine Elektronik-Parts drin in dem Ganzen. Das kann ich dir schon mal vorwegnehmen. Ja, ich bin gespannt, wirst ja dann sehen und ja, dann kannst du ja deine Meinung und deine Punkte von 1 bis 10 am Ende abgeben zu Fear of God, All That Remains. Viel Spaß. Danke, Tommy, das mache ich gerne. So, jetzt quatsche ich schon mit dem Monitor, soweit kommt's schon. So, ich richte mich mal eben wieder auf. Ich hoffe, man konnte mich ein bisschen erkennen in der ganzen Geschichte. Ich ziehe, wie gesagt, gerade um und das ist alles ein bisschen problematisch. Meine Süße zieht ja her, da sind wir gerade ein bisschen am Umräumen. Ja, Tommy, vielen lieben Dank erstmal für diesen Rückbattle oder diesen Backbattle. Und natürlich werde ich das auf jeden Fall machen. Den Opener soll es sein. Ich freue mich. Ich glaube, ich kenne die Band sogar. Ich weiß ungefähr, was mich so ein bisschen erwartet. Werde ich dann aber machen, wenn ich den Song jetzt ein paar Mal gehört habe und ich denke, ich werde mir nochmal das ganze Album anhören, weil einfach so, da kommt man nochmal ein bisschen besser rein. Bis gleich, Leute! Yeah! Das rockt richtig! Das macht Bock, das macht Laune, das ist Swing in meinen Ohren. Tatsächlich Gothic Rock. Fear of God. Angst vor Gott aus der Jahre 1989 bis 1996, eine Band aus USA, Kalifornien. Ja, ein Quintett ist es gewesen, von zwei Bandmitgliedern, darunter auch die Sängerin, wie Tommy schon erwähnt hatte, leider schon das Zeitliche gesegnet hatte. Naja, aus welchen Umständen auch immer. Hammer geil. Ich kannte sie tatsächlich in Entferntesten, aber das ist schon ein bisschen her, weil die waren halt später 80er ziemlich bekannt gewesen. Und heutzutage, da gibt es eine kleine Anekdote zu erzählen, in dem Berliner Club K17, in der Petengofer Straße bei uns, das ist im Bezirk Friedrichshain, da ist eine schöne Diskothek, da spielen sie auch immer Metal und ja auch Industrial, Gothic, also all diese dunkleren Gitarren und auch Elektroklänge. Und hier gibt es eine Veranstaltung, die zum Beispiel so Gothic Rock zum Beispiel, die existiert dort. Und hier habe ich beim DJ, der hat da mal so ein bisschen vorgehört, immer, da kann ich mal ein bisschen mithören oder was, das hat er da für die nächste Platte, für eine schöne Scheibe. Und genau da haben sie dann auch Fear of God quasi gespielt. Und ich glaube, das war sogar der Titel gewesen. Daher ist mir das hängen geblieben. Und es stimmt, Tommy, das war nicht elektronisch, sondern rein
gitarrenlastig. Und komischerweise hat mich das damals gar nicht gestört und heute stört es mich auch nicht. Ich habe mir den Track jetzt so eine scheiß Firma reingezogen, einmal mit geschlossenen Augen und der kommt richtig cool. Okay, warum kommt er richtig cool? Ich finde, er hat irgendwie so eine gewisse Stimmung, also als Opener, als Eröffnung einer CD. Man bekommt so ein bisschen diesen, ja, ich sag mal, weithalligen Frauen, ja, die haucht da quasi in ihr Mikro rein und das ist ja wie so ein Nebel, der einen da irgendwie durch den Brain da durchwandert, ja, irgendwie man kommt so richtig in den Song rein. Danach der ganze Gesang, das hört sich auch wieder an, so wie auch von so einer anderen Dimension oder so, ja, dann singt sie dann fröhlich dann da rein und ich finde das gar nicht so düster. Ich finde, es ist auch sehr emotional, aber gar nicht so düster. Konnte mich auf jeden Fall richtig überzeugen vom Gesang. Ich finde, sie hat eine ziemlich aussagekräftige Stimme, finde ich. Die ist jetzt nicht so rauchig, weil ich kenne ja auch Metal-Bands mit Frauenpower. Und dann komme ich dann da rein. Irgendwie gibt es ja viele aus dem Bereich Gothic Rock, um mal später nochmal drauf zu sprechen. Und das war hier nicht so. Also ich finde, hier ist schon fast ein bisschen frühe 80er Darkwave-Elemente. Habe ich hier ganz viele entdeckt. Wobei, wie gesagt, nichts Elektronisches drin zu finden ist, wie für einen Darkwave eigentlich typisch, sondern rein gitarrenlastig. Das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert, weil in den 90ern, wie gesagt, der Gothic Rock, diesen typischen, den man da auch kann, mit Evanescence und was da alles rauskam, diese ganzen Bands, die auch auf Viva MTV laufen, da irgendwie hoppt auch schwarze Haare, Schlagzeug und jetzt sind wir Gothic Rock oder so, ist hier nicht der Fall. Ja? Also das ist hier schon die reinste oder die ursprünglichste Form von diesem Subgenre. Also ich würde es einordnen als Metal-lastiger Gothic-Rock. So in diese Richtung würde ich diese Musik packen. Hab mir das ganze Album auch nochmal jetzt reingezogen. Die Tracks, ich finde, die haben roten Faden. Es zieht sich alles so lang. Es ist eine schöne Geschichte, die einem da erzählt wird irgendwie. Es ist ein bisschen Düsternis schon mit bei, das ist richtig. Aber es hält den roten Faden und man kommt, wird nie wirklich rausgerissen. Klar, der Opener, der ist wirklich gut. Da gebe ich dir richtig recht. Also das ist eine richtig schöne Eröffnung. Wirklich, das macht Spaß. Und man kommt wirklich gut rein. Ich sagte gerade mit geschlossenen Augen, es ist so dieses typische, es gibt Musik, die kann man bei geschlossenen Augen wirklich auf sich wirken lassen. Das ist so verinnerlicht, es geht dann so richtig rein, das strömt ein. Und gleichzeitig kann man auch noch rocken. Und genau hier, wenn hier genau die ganzen Gitarrenriffs anfangen, irgendwie, da möchte man am liebsten wirklich auch wieder in der Disco sein. Oh, ein bisschen, damals war ich noch ein bisschen fitter. Und da konnte man dann auch wirklich richtig abrocken dazu. Hat mir riesig gut gefallen. War wirklich gut, war jetzt eine Überraschung. Ich dachte, oh, jetzt folterst du mich auch mit irgendetwas. Wobei, ich glaube, foltern kann man mich gar nicht. Ich ziehe mir einfach alles rein. Und ich mag alles. Alles, was Kunst ist, ist geil. Und aus diesem Grund finde ich das toll. Und die Band, ich gebe dir recht, unterbewertet. Sollte wesentlich mehr Beachtung finden. Lohnt sich, ist damals genauso gut gewesen. Anfang der, ja, ich sag mal Ende der 80er. Das Album war ja 1991, wo es rauskam. Also Anfang der 90er. Genauso gut, sage ich mal, wie es heute ist im Jahre 2016. Also das kann man sich immer anhören. Das ist so ein, ja, ich sag mal, so ein Alltagsscheibe. Die kann man zum Saugen hören, die kann man konzentriert hören. Das geht immer. Ich finde die Band, die geht immer. Die kann man sich, ich würde die auch locker. Ich mache ja selber auch als DJ so ein bisschen so im Gothic-Bereich auf Mixcloud zum Beispiel. Da würde ich die locker mit reinnehmen. Hat mir gefallen. Vielleicht werde ich noch ein Bierchen dazu trinken und mir nochmal das Album anhören. Ohne Scheiß jetzt. So, kommen wir noch schnell zu einer Bewertung. Wie bewerte ich das? Ganz klar, Bewertungen, bei mir 10er Bewertungen gibt es nur, wenn wirklich mich das total vom Hocker reißt, wo ich sage, das ist das Besondere, das Etwas, das Kranke, das Verrückte, was es einfach nicht gibt, diese Mut zu etwas Neuem. Das bekommt von mir meistens immer 10 von 10 Punkte. Hier ist es leider nicht so, weil das hat man auch schon mal an anderer Stelle gehört. Man muss natürlich den Bonus, da gibt es auch einen Bonuspunkt für, ich wollte es ja schon sagen, ich komme auf diesen Gothic Rock nochmal zu sprechen. Hier gibt es tatsächlich Bands, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, ich weiß jetzt nicht, ob die noch in diesem Format jetzt vielleicht noch vorkommt, vielleicht von dem Aurelio oder so, weil ich glaube, es ist so mehr seine Richtung. Da gibt es auch wieder einige Bands und das sind die Bekannten, denke ich mal, die auch wirklich auf MTV und Viva laufen. Ich will jetzt nicht sagen Mainstream, um Gottes Willen, das möchte ich ja, kann ich an dieser Stelle wieder irgendwie breit treten, das Thema Mainstream. Aber es gibt halt viele, die auf diesem Zug damals aufgesprungen sind und hier können wir wirklich sagen, Fear of God ist einfach eine Band, die die Ursprünge sind, die wirklich angefangen haben, diesen Stil vielleicht sogar ein bisschen breit gefächerter auszubreiten. Weil das war nicht so immer so gewesen. 1991, ich bin ja gerade aus der schwarzen Szene und gerade im Gothic-Bereich, da war eigentlich gerade, wo die Techno-Bewegung auch war, da haben ganz, ganz viele Leute angefangen, jetzt diesen EBM-Style und auch so ein bisschen Elektro-Einflüsse dort mit in die Musik ja einklang zu lassen und die einspazieren zu lassen. Und das ist hier eben nicht der Fall. Ne? Man war hier wirklich tatsächlich total rein auf Gitarren aus und auch auf ein gutes Schlagzeug, ein guter Rhythmus übrigens auch vom Beat, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und das ist wirklich sagen, dass die Vorläufer sind. Deswegen gibt es hier einen Bonuspunkt noch für
komme ich auf eine Bewertung. Ich gebe der gesamten, also dem Track, gebe ich auf jeden Fall 8,5 von 10 Punkte. Das ist auf jeden Fall schon richtig hoch. Hast absolut recht gehabt. Der Track gefällt mir richtig gut. Und die gesamte CD, die möchte ich auch noch an dieser Stelle bewerten. Da gebe ich auch 7,5 von 10 Punkte. Hat mich auch richtig überzeugen können. Finde ich gut, dass auf YouTube die reingucken kann. Da kann man reinhören. Finde ich nice. Das Video selber, das habe ich jetzt mir noch nicht angeguckt. Du hattest ja gesagt, dass da noch so ein Video ist. Das werde ich aber auch noch nachholen, weil jetzt muss ich mir ein bisschen sputen und habe noch ein bisschen was zu tun. Das war's gewesen. Nochmal, sorry Leute, für meine Eröffnung hier bei diesem Format auch nochmal nichts. Sorry, Flo, dass es da ich schon wieder mal ins Fettnäpfchen getrampelt bin mit der Bad Silencer. Ich glaube, ich muss mir wirklich vorher mal Gedanken machen oder irgendwie mich belesen irgendwie über etwas. Ansonsten trampel ich noch öfter in Fettnäpfchen rein, obwohl ich es gar nicht will. Fuck. Egal, Leute, das war's gewesen. Ich freue mich schon auf die nächste Battle. Mal gucken. Jetzt ist bei mir erstmal Pause, wie gesagt, weil ich jetzt erstmal so voll zu tun habe mit Umzug und so. Und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Grußkommando.